So, also wir haben zwei Vorspeisen, drei Hauptspeisen, zwei Desserts und die Frage ist, wie viele Menüs kann man daraus stricken aus diesen drei Menükomponenten? Das ist eine kombinatorische Frage. Wie geht ihr da ran? Und da kommt schon der erste Hinweis, man könnte ein Baumdiagramm machen. Genau, man könnte ein Baumdiagramm machen. Lasst uns doch mal ein Baumdiagramm machen. Wie fängt man da an? Was würdet ihr als allererstes machen? Ah, da kommt auch schon der Hinweis, es gibt keine Formel, da es drei Variablen gibt. Also, ja, manche haben sich gefragt, oh, ist das jetzt hier mit oder ohne Zurücklegen oder mit oder ohne Wiederholung? Und der Punkt ist, keine dieser Formeln passt. Ja, weil genauso wie Simeon 345 sagt, keine dieser Formeln passt, denn ja, wenn ich eine Urne habe, aus einer Urne kann ich ziehen und wieder zurücklegen. Und das macht hier keinen Sinn, ne? Weil ich werde ja nicht aus der Vorspeisenurne ziehen und dann da wieder zurücklegen und dann nochmal aus der Vorspeisenurne ziehen, sondern ich ziehe dann aus der Hauptspeisenurne. Ich habe eigentlich drei Urnen stehen und ich ziehe nacheinander aus der Urne. Das macht keinen Sinn, ob ich sozusagen. Es ist eigentlich egal, ne, ob ich bei den Vorspeisen wieder zurücklege oder nicht, weil ich betrachte die Vorspeisenurne sowieso nur beim ersten Mal ziehen und dann ziehe ich aus der Hauptspeisenurne und dann aus der Desserturne, dann nacheinander. Und also mit und ohne zurücklegen spielt keine Rolle und Wiederholung spielt auch keine Rolle, weil ich habe ja nur Vorspeise an einem Punkt, dann kommt Hauptspeise an einem Punkt und Dessert an einem Punkt und da kann es ja keine Wiederholung geben drin. Also, aber es passt keine dieser Formeln. Und ich habe die Aufgabe gestellt aus einem bestimmten Grund. Und das ist die Hauptmessage. Genau, es wird gerade vorgeschlagen, wie man den Baum aufbaut. Ne? Das war's mit den Vorspeisen, dann die Hauptspeisen und Desserts. Machen wir vielleicht das erstmal, dann sage ich euch, warum ich euch diese Aufgabe gestellt habe. Also, wir verfolgen mal den Vorschlag hier. Wir machen zuerst mal die Äste für die Vorspeisen. Dann habe ich also hier so V1 und V2, die beiden Vorspeisen. Dann habe ich drei Hauptspeisen, H1, H2, H3. So, H1, H2 und H3. Und dann habe ich pro Hauptspeise dann nochmal oder pro Pfad nochmal zwei Desserts zur Verfügung. Vielleicht ein Hinweis, mir ist nicht wichtig, dass ihr die Bäume immer vollständig zeichnet. Ja? Das artet dann oftmals in eine unnötige Schreibarbeit aus. Ja? Ist überhaupt nicht relevant, dass ihr jetzt überall die 1, die 2 da unten dran schreibt. Punkt, Punkt, Punkt würde mir hier genügen, weil man sieht ja trotzdem, man sieht ja, wie ihr gedacht habt. Ja? Also es ist nicht unbedingt nötig, den kompletten Baum immer hinzuzeichnen, wenn die Struktur des Gesamtbaums aus eurer Zeichnung hervorgeht. Und wenn euch das Bild dabei hilft, dann die Rechnung aufzustellen. Und hier wird gleich vorgeschlagen von Valencia 2 mal 3 mal 2 rechnen. Warum? Warum muss ich hier 2 mal 3 mal 2 rechnen? Also ich könnte ja einfach die Pfade zählen. Na, wie viele Pfade gibt es? Also, Moment, machen wir mal hier so einen Pfad. Also, das hier wäre ein Pfad, ne? Eine Vorspeise, eine Hauptspeise, ein Dessert, Vorspeise 1, Hauptspeise 1, Dessert 1. So. Und das hier ist ein zweiter Pfad. Vorspeise 1, Hauptspeise 1, Dessert 2 und so weiter. Und jetzt müsste ich doch einfach nur zählen, wie viele Pfade gibt es. Und das ist gleichbedeutend mit, ich muss zählen, wie viele Enden gibt es unten an dem Baum. Ja? Also hier habe ich ein Ende, da habe ich ein Ende und so weiter. Und ich muss jetzt einfach nur zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Gibt also 12 Möglichkeiten. Ja?
So, das ist natürlich umständlich, das so zu zählen, einfach die Pfade zu zählen, ne, weil das, boah, das dauert ewig und so. Und Kombinatorik ist ja die, soll man sagen, bietet Methoden des geschickten Zählens, des systematischen Zählens, indem man nicht alles einzeln zählt, sondern indem man Strukturen ausnutzt, um auf einfachere Art und Weise auf die Gesamtanzahl zu kommen. So. Und jetzt wird dir schon vorgeschlagen, 2 mal 3 mal 2. Warum ist das die korrekte Rechnung? Ich schreibe es mal hin. 2 mal 3 ist 6, mal 2 ist gleich 12. Kommt tatsächlich 12 raus? Wer hätte es gedacht? 12 Möglichkeiten. Warum ist das die korrekte Rechnung? Wer hat eine Idee? Darf man den Nachtisch zuerst erst mitgefragt? Ja, von mir aus, ja. Die Art, also die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten hier sagt nichts davon drüber aus, was zuerst gegessen wird, ja. Insofern kommt es hier auf die Reihenfolge nicht an, in dem Sinne, ja. Naja, warum ist das so? Weil, wenn wir mal nur die ersten zwei Ebenen betrachten, betrachtet man nur hier oben diesen Teil. Jetzt könnte man sich ja fragen, also ich will gar kein Dessert haben, wie viele Möglichkeiten gibt es dann? Ne? Und dann sieht man hier, es gibt sechs Möglichkeiten. Wenn man unten einfach zählt, wie viele Pfadenden gibt es hier im Baum, in dem oberen Baum gibt es sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Ja, dann habe ich, glaube ich, so einen Pointer hier. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Warum sind das 6? Ich habe zwei Vorspeisen zur Verfügung. Zwei Vorspeisen. Und für jede Vorspeise kann ich mit drei Hauptspeisen kombinieren. Also wenn ich zwei Vorspeisen habe und jede Vorspeise mit drei Hauptspeisen kombinieren kann, dann habe ich insgesamt sechs Möglichkeiten. Zwei mal drei. So, das ist die Anzahl der Möglichkeiten der Kombination Vorspeisen mit Hauptspeisen. Und jetzt habe ich also sechs Möglichkeiten, Vorspeisen mit Hauptspeisen zu kombinieren. Und jede dieser sechs Möglichkeiten kann ich nochmal mit zwei Desserts kombinieren. Das heißt, es kommt nochmal ein mal zwei dazu. Sechs mal zwei ist 12. Ich muss also zwei mal drei rechnen, um die Vor-Hauptspeisen-Kombination auszurechnen. Dann nochmal zwei, um das Ganze nochmal mit den Desserts zu kombinieren. Warum habe ich euch diese Aufgabe gestellt? Eine große Gefahr in der Kombinatorik ist, man sieht eine Aufgabe und überlegt sich als allererstes, welche Formel passt da? Mit ohne Wiederholung, mit ohne Zurücklegen. Und dann nimmt man irgendeine Formel, n über k oder n Fakultät oder n hoch k oder was weiß ich. Ja, und kommt dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf ein falsches Ergebnis, weil die Formel nämlich nicht zur Situation gepasst hat. Das ist ein generelles Problem. Genau, ihr sollt sehen, dass Formeln nicht immer alles sind. Genau. Formeln sind eigentlich gar nicht das Wesentliche. Ja? Das Wesentliche ist, eine Vorstellung aufzubauen von dem, was hier passiert in der Aufgabe. Eine geeignete Vorstellung aufzubauen. Und eine Vorstellung heißt in diesem Fall, sich so etwas vorzustellen wie etwas Baumartiges, was wir hier hingemalt haben. Ne? Das kann man sich ja auch im Kopf vorstellen. Ja? Muss man nicht unbedingt hinzeichnen, aber wenn man sich vielleicht noch nicht vorstellen kann und nicht ganz so gut vorstellen kann, dann hilft es dabei, das aufzuzeichnen. Hier kriege ich eine Vorstellung von der Situation. Und anhand dieser Vorstellung, anhand des Baums, kann ich mir dann auch eine Rechnung herleiten, wie wir das gerade gemacht haben. 2 mal 3 mal 2. Ja, einfach hergeleitet die Rechnung. Ohne irgendeine Formel zu kennen. Die Aufgabe richtig gerechnet. Wenn man jetzt noch die Formeln kennt und unterschiedliche Situationen und so einen Baum aufgezeichnet hat und dann eine Rechnung sieht, ja, dann hat man vielleicht im Hinterkopf noch, ah ja, genau, das ist die und die Formel. Und dann hat man nochmal vergewissert, dann kann man sich nochmal vergewissern anhand des Systems, das wir in dem Video besprochen haben, mit unterschiedlichen Formeln. In der Kombinatorik kann man sagen, ah, okay, das ist jetzt mit Wiederholung ohne Zurücklegen oder sowas.
Und dann sieht man nochmal, ah ja, klar, na, kann sich mit der Formel vergewissern und dann ist alles gut. Wenn ich hingegen nur von reinen Oberflächenmerkmalen der Aufgabe direkt eine Formel anwende, ohne diesen Zwischenschritt über geeignete Vorstellungen zu gehen, dann kann es passieren, dass ich einfach die falsche Formel anwende. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt von Mathematikunterricht, ne? Ihr werdet zukünftige LehrerInnen sein. Das heißt, ihr sollt Mathematik verständnisorientiert vermitteln. Und oftmals ist Mathematik ja regelorientiert. Ne? Man will also irgendwelche Regeln auswendig lernen und dann anwenden. Und das Problem ist, dass man dann, wenn man eine Aufgabe hat oder eine Situation, dann einfach eine Regel anwendet, ohne zu sehen, dass die Regel gar nicht zur Situation passt. Weil man sich da nicht genug Gedanken über die Situation gemacht hat und keine entsprechende adäquate Vorstellung aufgebaut hat. Also, nicht einfach stupides Formel anwenden, das die Message von der Aufgabe, sondern versucht euch in die Aufgabe hineinzudenken, eine Vorstellung aufzubauen, fertigt eine Skizze an, macht eine Tabelle, macht eine Grafik, was auch immer euch dabei hilft, euch die Aufgabe gescheit vorzustellen und dann, erst dann, macht ihr euch an eine Lösung der Aufgabe, dann kann man sie oftmals direkt am Baumdiagramm ablesen. Und falls das, oh cool, vielen Dank, ein neuer Follow. das könnt ihr euch entweder am Baumdiagramm ablesen oder dann könnt ihr auch nochmal sagen, okay, das ist die Formel und die Situation, die Formel. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das machen wir jetzt auch bei der nächsten Aufgabe. Hier kommt noch eine Frage. Es ist ja in keiner Aufgabe direkt nach einer Formel gefragt. Würde es denn reichen, sich das jeweilig zu visualisieren und so auf die Varianten zu kommen? Oder müssen wir auch eine Formel aufstellen? Nee, ihr müsst die Aufgabe lösen. Ne? Ihr müsst die Aufgabe lösen. Wie ihr die Aufgabe löst, noch ein Follow, Dankeschön. Wie ihr die Aufgabe löst, ist eure Entscheidung. Ne? Wenn ich euch nichts vorgebe an Lösungswegen, dürft ihr einen Lösungsweg wählen, der zu euch passt. Und ja. Ihr dürft gerne diese Aufgabe so lösen, ohne Formel. Mir ist es fast lieber, wenn ihr das ohne Formel macht, ne? Weil dann habe ich das Gefühl, ihr seht die Lösung und habt verstanden, warum ihr das macht. Also ihr müsst keine Formel aufstellen, nein, nein. Ihr dürft natürlich, also also wenn ihr zum Beispiel schon richtig expertenmäßig drauf seid in der Kombinatorik und ihr seht eine Aufgabe und denkt, ja klar, das ist die Situation, das ist die Formel, ganz klar. Ja. Wenn ihr euch so sicher seid, dann habe ich auch nichts dagegen, wenn ihr nur die Formel verwendet, ne, und dann das Ergebnis ausrechnet und gar keinen Baum zeichnet. Das dürft ihr auch, ne, keine Frage. Es liegt an euch, welchen Weg ihr wählt. Meine Empfehlung ist nur, wenn ihr erfahrungsgemäß euch schwer tut beim Eindenken diesen Aufgaben und versucht seid, eine falsche Formel zu verwenden und so weiter, dann versucht doch eher erstmal, euch das Ganze zu visualisieren und eine Vorstellung zu verschaffen. Und dann seht ihr vielleicht auch direkt die Rechnung und dann könnt ihr auch die Formel vergessen.